Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen das Herzstück oder das Prachtstück der französischen Marine bei World of Warships an. Und zwar Henri die Vierte oder der Vierte. In dem Fall bei Schiffes ist es eigentlich weiblich. Also wir sagen einfach die Henri. Wir sehen hier natürlich Top-Tier 10er, 9er, 8er Battle. Alles am Start. Und wir können hier einfach direkt mal ein bisschen beschleunigen das Ganze. Gott sei Dank ist jetzt auch nicht mehr so richtig viel hin und her. Wir haben hier leider den ersten Treffer verpasst. Mein Fehler, war aber Gott sei Dank noch nichts Schlimmes, denn da hat es in dem Fall nur einen Brand und einen leichten Schaden gegeben. Jetzt werden sich die Spulgegner gleich wieder hier sofort sicher sein. Ja, schau, wir haben alles verpasst, das ganze Spiel ist für den Arsch. So, aber egal. Jetzt sehen wir ja, was Sache ist. 19,1 Kilometer kommt das Ding weit. 12,7 geht's dann da auf. Also von dem her ist da einiges geboten. Ihr seht, es gibt viermal eine Heilung. Er hat auch natürlich hier ein paar Boosts am Start. Das ist natürlich bei den französischen Kreuzern besonders, also das Schmuckstück ist, dass die einfach flink sind wie nochmal was. Und hier direkt schön da den nächsten Brand angesteckt und wir sehen, der tickt oben gut weiter. Musik direkt etwas stimmungsvoller, kann man sagen. Maschinenboost aktiviert. Petri der Große, auch da hat sofort der Brand schon der Dritte. Und auch hier schon wieder der Brand. Und eigentlich schon fast nicht mehr zu kommentieren, aber schon wieder der Brand. Also gefühlt, wenn gerade so der erste Brand gelöscht ist, legt er den nächsten, dass sein Damage-Counter auch ja nicht irgendwie mal zu wenig abbekommt. So. Na, die Bismarck brennt ausnahmsweise mal nicht. Gefühlt die erste, wo mal kein Brandschaden kam. Muss was kaputt sein mit dem Schiff. Auch hier, in dem Fall die Salve mal nicht. Jetzt die nächsten Hits Richtung Tierpitz. Und da ist der Brand schon wieder vorhanden. So, Friedrich der Große umschifft gerade noch so die Torpedos, hat er gut abgebremst, aber damit ist er jetzt hier in seinem Fokus, bringt ihn wieder hier zum Brennen. Und kann ihn jetzt auch mit der Salve dann schön versenken.
Mittlerweile schon 77.000 Damage auf der Uhr. Knapp 7 Minuten gespielt. Besonders wenn man natürlich die ersten paar Minuten einrechnet oder die ersten zwei, wo in der Regel nichts passiert. Ja, jetzt wird es hier wieder ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Aber dank dem Brand weiterhin der Ticker am Hochzählen. Hier auch da nochmal der Brand. Also ist hier natürlich klar gegen die ganzen Schlachtschiffe sehr HE-lastig, das ganze Thema. Maschinenboost deaktiviert. Muss jetzt aber auch hier aufpassen, dass er jetzt nicht so stark eine gewischt bekommt, weil natürlich ist er bisher nicht wirklich in den Fokus geraten. Kann hier immer die ganze Zeit schön wirken, aber wenn auf einmal irgendwie sich ein bisschen doof platziert und da macht's rutsch und weg ist er nämlich. Natürlich die nächsten zwei Brände. Jetzt mal die Hindenburg. Aber wie gesagt, er erweist sich hier als Long-Range-Sniper, kann man sagen. Das heißt, er bleibt immer schön hinten, haltet da auf die Gegner drauf und lässt sich selbst, ich sag mal, gehobenermaßen am Po lecken. Denn er ist so wirklich kaum im Fokus der Gegner dabei. Bleibt hier auch auf der HE-Munition. Klar, die Hindenburg auch hier vom Winkel jetzt nicht wirklich schön zu beschießen. Und mit seiner Brandwahrscheinlichkeit macht natürlich HEs auf die Schlachtschiffe auch richtig Spaß. So, das wäre jetzt so der Moment, wo man mal AP wechseln könnte. Und genau das macht er auch, perfekt sogar. Mal schauen, ob wir jetzt mal eine schöne AP-Salve auch mal sehen. Er verlangsamt auch sofort sein Schiff, die Fahrt, dass er da ganz sicher noch schießen könnte und tut. Und jetzt schauen wir mal, ob da die Salve vielleicht nochmal sitzt. Ja, aber mit 3600 Schaden sieht man, da hat er bisher mit den HE-Salven ziemlich genau das Gleiche gekonnt. Gegner hat fünf Schiffe verloren, sein Team fünf Schiffe und sie erobern jetzt gerade noch den B-Cap für sich. Die Uguma ist da schon fleißig dran. So, jetzt kommt die Bismarck daher. Auch da könnte man jetzt übrigens doch mal vielleicht auf AP wechseln, weil in der Distanz seitlich schön reingeballert würde auch AP funktionieren. Thank you.
Das Spiel selber ist unfassbar knapp. Gegner hat noch 3 Zerstörer, 1 Kreuzer und 1 Schlachtschiff. Sein Team hat noch einen Kreuzer mit ihm, 2 Schlachtschiffe, aber dafür auch nur noch einen einzigen Zerstörer. Wie gesagt, da könnte man es definitiv mal AP schießen, aber wenn ich natürlich 5000 Damage anbringe und dann auch noch gleich den Brand, dann gibt es natürlich ein gutes Gefühl und dann bleibe ich auch dabei. Aufpassen, Tirpitz kommt rüber und jetzt sind er auch nochmal eine AP-Schelle. Und da sieht man, da mit 10.000 Damage ist es schon nochmal ein anderer Grad. Also, wenn ihr nah genug dran seid und die Seite von dem Schlachtschiff seht, auch dann selber mal ruhig auf AP wechseln. Wie man sieht, klappt es durchaus gut. Die Tirpitz, die braucht nicht mehr viel. Aber jetzt noch 3000. Die Hindenburg geht dahinter auf, aber nicht lange. So. Noch ein paar Hits von ihm, aber die hat nicht gereicht. Da hat es dann die Montana-Final beendet. Damit ist jetzt ein 4 gegen 4. Wirklich knapp und wirklich spannend. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt hat er die Hindenburg da aber sowas von in Schlagweite. Und hier die Torpedos kommen auch schon, aber die hat er gut vorhergesehen, sag ich mal. Da ist er nämlich ganz langsam hier ums Eck am Fahren. Und jetzt hat er hier die Hindenburg. Mal aber so aufs Korn nehmen sollte. Torpedos nutzt er nicht. Er bleibt jetzt hier einfach mal ganz normal bei seiner Bewaffnung. Denkt sich, die 16.000 Hitpoints, die mache ich aber mal jetzt ganz schnell weg. Torpedos direkt voraus. Hier, ja, die Torpedos, da trifft einer auf jeden Fall. Und der zweite, der fließt aber sowas von oder schwimmt oder wie auch immer, weil auch da gab es ja schon Kommentare. Egal. Knapp an ihm vorbei auf jeden Fall. Sehr knapp sogar. Ticketsmäßig ist es unfassbar eng und ihr seht, der Gegner orientiert sich schon wieder Richtung Cap B, aber erstmal haben sie jetzt C für sich genommen. Das ist sehr wichtig, weil jetzt kriegen sie damit da den Vorteil. Jetzt schaut er mal, ob er vielleicht den Zerstörer dann nochmal sieht, beziehungsweise da jetzt rankommt, weil 17 Kilometer ist doch ein bisschen Holz. Distanz würde er überbrücken können, allerdings muss man natürlich da auch erstmal treffen, was nicht ganz so einfach ist. 210.000 Damage hat er aber immerhin schon. Das
kann man auf jeden Fall mal als ordentlich erachten. Er selbst ist zwar offen, aber das ist ihm eigentlich wahrscheinlich gerade schnurzpiepegal. Wichtiger ist nur, dass jetzt keiner mehr irgendwie noch weiterhin stirbt, weil ihr seht, der Gegner ist damit jetzt wieder gute 90 Tickets im Vorsprung. Und klar, am Ende des Tages, zwei Schiffe ist jetzt auch nicht so schwierig noch unter das Wasser, sag ich mal, zu bekommen. Und da ist jetzt die Fletcher mal richtig nah. Und das ist natürlich jetzt Heimspiel für einen Kreuzer, der schnell schießt, so einen Zerstörer jetzt ganz schnell rauszunehmen. Nochmal 1600 Damage. Torpedos direkt voraus. Torpedos, da trifft einer. Und da ganz massiv sogar auch wieder für 11.000 Schaden. Den Wassereinbruch hat er natürlich sofort repariert. Aber jetzt mit der nächsten Salve kann schon das Aus für die Fletcher bedeuten. Nee, noch nicht. 165 bleiben ihr. Da macht es aber richtig spannend. Jetzt brennt er auch selber. Da kann er jetzt gerade nichts Gegenteiliges tun. Aber wenigstens Fletcher jetzt hinüber. Damit liegen sie in den Tickets auch vorne. Jetzt gibt es hier mal ein paar Torpedos da auf die Seite. Dass da jetzt erstmal gar keiner durchkommt, sage ich mal. Mal schauen, wie es gut seiner Kritik der Großen geht. Aber jo, die hat noch ordentlich Hitpoints. Das ist kein Problem. Da ist er wieder offen. Und da ist jetzt die Chabarovsk. Erste Salve saß gut. Er hat mittlerweile zwei Brände, aber ich glaube, er konzentriert sich jetzt auf alles, nur nicht aufs Heilen. Und das war clever, weil da hat er nämlich mit der AP-Munition das komplett mal der Chabarovsk besorgt. Und jetzt muss man sagen, jetzt schaut es verdammt schlecht für den Gegner aus, weil zwei Schiffe noch mit um die 60k Hitpoints zu haben, wenn man jetzt mal Friedrich und ihn zusammenrechnet. Und ihn das wegzubekommen in jetzt gerade mal 35 Sekunden ist unfassbar anstrengend. Ja, damit sage ich schon mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Video von der Henri, der vierten. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst doch einen Daumen da oder sogar ein Abo und ansonsten kommentiert einfach in die Videos. Ich freue mich sehr über jedes einzelne davon. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.